Und damit herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Let's Play Greedfall. Ich bin hier nur einmal die Treppe nach oben gelaufen und dann ist hier dieses wunderschöne Ereignisfeld aufgeploppt, von anderen Fraktionen kontrollierte Zone. Diese Zone steht unter der Kontrolle einer anderen Fraktion. Sie ist der Zutritt zu bestimmten Bereichen verboten. Mit einem Kostüm oder der Fraktion kannst du die Wachen täuschen. Du kannst außerdem versuchen zu schleichen, doch wenn eine Wache dich entdeckt, kann dies eine gewaltsame Reaktion provozieren und deinen Ruf bei dieser Fraktion schaden. Hupala. So, lass uns mal auf die Mappe gucken. Sehen wir denn das hier irgendwo? Wir haben hier viele Türen. Wir müssen hier in das Hafenamt. Manipulieren Sie das Logbuch des Schiffs im Hafenamt. Das kann auch lustig werden. Na toll. So, aber ich wollte mich hier noch fix austauschen, beziehungsweise meine Ausrüstung ändern. Vielleicht haben wir irgendwas, mit dem wir hier Leute täuschen können. Ach, es sieht sehr schlecht aus. So, zweimal die gleichen. Okay. Andere Schuhe. Ja gut, die sehen nicht sehr viel besser, außer dass sie mehr elementare Resistenz haben, aber das bringt mir jetzt relativ wenig. So, ein Banditenhut. Auch der bringt mir nichts. So, wie kann ich schleichen? Ubala. Ja, so nicht. Steck das bitte wieder weg. Wie war das mit dem Wegstecken? Ja, mit C. C wie wegstecken. So, wir müssen uns natürlich jetzt hier leise bewegen. Let's take a look around the building. We might find a less conspicuous entrance. Wir sind schon dran. I've already been to the port authorities. They keep the official documents upstairs. Ach, oben behalten die Mist. Also wir können auf jeden Fall schon mal hier rein. Ich würde sehr, sehr gern wissen, wie man... Ja gut, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Kurt, hilf mir! Kurt! Aua! Ey! Wo ist denn Kurt? They broke your armor. Be careful. Ach wirklich? Ich bin gerade in einer blöderen Situation. So, der ist gleich tot. Aufgestiegen, sehr schön. Hupala. Das ist gerade ein bisschen blöd gelaufen. Aber ich wusste ja nicht, dass die hier rumstehen. Und natürlich ist unser Ruf jetzt wieder nach unten gegangen. Sehr schön. Ey. Na gut, passiert. Passiert im Krieg. Ich glaube, unsere Rüstung kann auch einfach kaputt gehen. Das schauen wir uns gleich mal an. Rücken, keine Ausrüstung, okay. Blöd gelaufen, sehr, sehr blöd gelaufen. So, Hände haben wir nichts. Tasche, Schlüssel des Wirts, der bringt uns ja auch nicht mehr weiter. Na ja, gut, wir müssen nach oben. Ich hoffe, da ist keiner mehr. Ich nehme mal noch einen Trank. Wenn ich wüsste, wie man schleicht, ne, würde mir das auf jeden Fall schon weiterhelfen. So, hier ist nichts. Wir können einfach alles plündern, wenn wir eh schon mal hier sind. Wenn man einmal im Boden ist. So, alles nehmen. Ich sollte vielleicht auch mal mehr mit unseren Waffen kämpfen. Also mit der Schusspistole. Schusspistole mit der Schusswaffe. So, Goldmünzen. Andere coole Sachen. Seemannshandschuhe nehme ich alles mit. So, hier liegen wieder Essensreste. Und die Betten sehen natürlich sehr bequem aus. So, wir plündern gleich einfach alles. Da haben wir wieder so viele Sachen bekommen. So, neuen Hut. Ui, das sieht ja total dämlich aus. Aber es hat eine gute Rüstung, also
Rüsten wir das natürlich aus. So. Ja, aus echt wie so ein Lumpensack. Ne? Und wir haben hier immer dieses komische Bett im Bild. Okay, Qualität, Gewicht. Wir haben ja auch Slots. Handschuhe haben wir auch neu bekommen. Auch die sind nicht besser. Und neue Stiefelchen. Yay, die sind besser. Okay. Weiter geht's. Hier rüber. Ist hier jemand? Ne, das waren nur die zwei oder drei, die hier unten waren. So, wir manipulieren die Sachen. Manifest. We only need to add our merchandise to the list. Na dann, mach das mal bitte. Ich hoffe, das war's wert. Ich hoffe wirklich, dass es das wert war. Aber schön wohnt er hier, der Hauptmann. Hübsch. So, es geht zurück. Wir beeilen uns. In der Hoffnung, dass hier niemand mehr nachrückt. Und uns eventuell finden könnte. So, jetzt geht's noch ins Lagerhaus. If you wore a Nort uniform and you were able to keep your mark hidden from them, they might let us in, unless we just offered them a drink. These sailors rarely refuse one. I see where this is headed. If we drop a little soporific in their glasses, the way will be clear. I'll just need to find the proper ingredients, but it's doable. Okay. Und wie machen wir das jetzt? Ich habe da leider gerade nicht mitgelesen, was da oben in der Ecke aufgeploppt ist. Bereite ein Getränk vor, dass du Schlaftabletten untermisst. Versetztes Getränk. Wie kann ich hier etwas brauen? Fähigkeiten, Attribute, Talente des Sardei. Brückenallianz, verdächtig, Händler, Kongregation, nett, sehr schön, verdächtig, 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 verdächtig. Ja, das ist nicht cool. Ich glaube, das sollte so nicht sein. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich ein Getränk manipulieren könnte, wäre das echt cool. Wie kann ich hier Sachen manipulieren? Natürlich. Ich bin schon verdächtig, also kann ich ja auch Sachen plündern. Ich muss ja meiner Rolle gerecht werden als verdächtige My Lady de Sade. Ich guck mal nach oben. Ich hoffe, hier steht keiner. Nö, sieht gut aus. Ja, schick. Hier ist nichts. Außer ein paar hässliche Stühle. So. Kann ich mich vielleicht einfach hier entlang schleichen, ohne dass mich hier irgendjemand sieht? Ich bin hier einfach ein bisschen blind und blöd. Wir klettern einfach hier rein, ohne dass sie uns bemerken. Hm. Das klingt doch super praktisch. Öffnen. Hm. Wir machen das einfach alles ein bisschen anders. Natürlich, die Sachen nehme ich noch mit. Schloss knacken. Plündern. Goldmünzen. Ja, ich weiß nicht, ob das lohnt, für drei Goldmünzen hier ein Verbrechen zu begehen. Ich weiß ja auch nicht, wie viel die Goldmünzen hier alle wert sind. So, wir sind im Lagerhaus auf jeden Fall schon mal. So, wir sind doch jetzt schon im Lagerhaus drin. Wir haben das ja auch schon manipuliert. Es macht für mich wenig Sinn, wenn wir eh schon im Lagerhaus sind, dass wir unsere Sachen nicht einfach hier reinräumen können. Wenn ich die jetzt öffne, bin ich natürlich schön blöd, ne? Vertreibe die Wachen des Lagerhauses. Würde ich ja machen. Aber ich bin ja schon im Lagerhaus drin. Gut. Macht wirklich wenig Sinn. Dann geht's halt wieder nach unten. Und ich glaube, wir müssen die halt einfach umbringen. Ich habe nämlich leider kein alchemistisches Getränk.
steht doch auch noch einer, da müsste das doch eigentlich sehen, dass wir gerade Sachen rumplündern, also. So wirklich helfen, also so wirklich wachsam sind die Wachen hier aber nicht. Also, die würde ich nicht anheuern für meine Sachen, die ich hier bewachen sollte oder will. Ah, bitte greif mich nicht gleich an. Halt! The warehouse is off limits. Move along. Nachhaken. Can't you make an exception? No, sorry, m'lady. Move along, please. Now. Very well. I'm going. Ach, Manu. Okay. Wir brauchen ein Getränk. Hi. Ach, Manu, das war ein Unfall. Das ist blöd gelaufen. Das wollte ich nicht. Ich wollte den noch gar nicht. Das war ein Unfall. Ach, Menno. Ich kann einfach nicht anders. Ich muss einfach in die Räume reingehen und mir die Sache angucken. Ich wollte die nicht umbringen. Es war ein Unfall. Mann, jetzt haben wir schon wieder einen Minusruf bekommen. Wird der wirklich immer besser? Naja, gut. Ich hoffe, das lohnt sich auch. Für die ganzen Sachen, die wir hier erhalten. Verschlissener Filzreizspitz. Eine Schnapsflasche. Ich glaube, wir mussten einfach hier rein. Wie die Schnapsflasche. So. Ich hoffe, das hat sich gelohnt, dass wir jetzt hier einen Minusruf bekommen haben. Aber hier war nichts mehr. Nein. Hier ist alles gut. So, Lagerhäuser der Nauten. So, meine lieben Freunde. Es tut mir leid, dass ich euch hier gestohlen habe. Guck mal, ich habe ein bisschen Schnaps für euch. Orders haven't changed, you know. Ja. No one passes. Alles okay, verstehe ich auch, aber. Can't you make an exception? No, sorry, m'lady. Move along, please. Now. Very well. Ich hab doch Schnaps. Ich habe doch Schnaps. Wolltet ihr nicht Schnaps haben, den ich gerade extra besorgt habe? Ich habe extra Kollegen von euch umgebracht. Achso. Ich verstehe. Das ist ja bis jetzt noch normaler Schnaps. Ich brauche aber, naja, modifizierten Schnaps. So, lass mich mal ganz kurz ins Inventar schauen. Wo ist mein Inventar? Hier. So, Schnapsflasche. Kann ich mit... Wie kann ich damit interagieren? Munition. Gut. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wie ich diese Schnapsflasche modifizieren kann. Wie ich die mit Schlafmittel versetzen kann. Vielleicht muss ich die auch erst noch in einem anderen Lagerhaus mir besorgen. Klettern? Vielleicht hier. Vielleicht gibt es hier irgendwo Schlaftabletten. Brett. So. Danke. So, hier werden doch bestimmt wieder irgendwelche Leute drin sein. Oh, Gefangene. I've seen a few escapes in my time, but I never thought I'd see someone go to all this trouble to break into a prison. Hm. Was macht ihr denn hier? Kann ich euch rauslassen? Ich glaube, dazu brauche ich eine Quest. Okay. Interessant. Irgendwas muss es ja mit denen hier auf sich haben. Wenn ich jetzt hier kam ich ja nur raus. Komme ich ja wieder direkt raus. Und das macht wenig Sinn, weil ich dann direkt hinter denen stehe. Okay. Sorry Leute, ihr müsst da wohl noch ein bisschen versauern da drin.
So. Vielleicht muss ich hier rein, in das Lagerhaus. Moin. To my help. And death to the others. Oh, da unten ist irgendwo noch einer mit einer Pistole. Tschüss. Oh, du lebst noch. Tschüss. So, Kurt ist da oben, der macht schon sein Zeug. Der weiß schon, was er macht. Okay, ich brauche Schlaftabletten. Dass hier drin in den Lagerhäusern gekämpft wird, das bekommen die draußen natürlich überhaupt nicht mit. So, plündern. Weiche alte Stiefel, Heiltrank, sehr schön. Und wir sind fast voll. Wir sind fast voll. Unser Inventar ist fast voll. Na super. So, Schloss knacken. Schnapsflasche, sehr schön. Ich brauche aber keine Schnapsflasche. Ich brauche Schlaftabletten. Bringt mir Schlaftabletten. Munition, Munition, Munition. Plündern, Goldmünzen. Schloss knacken. Ach, kommt schon. Shit, hat sich ja echt überhaupt nicht gelohnt, jetzt hier reinzukommen. Kurt, hast du eine Idee? Greenblood. Ja. Do you need something? Nö. I must leave you. Lass mich mal auf die Karte gucken, vielleicht. So, ich muss mal wieder rausgehen. Ich brauche bestimmt irgendwo so einen alchemistischen Tisch. Muss ich hier raus? Nee. Ich brauche so einen Alchemietisch. Damit ich den Schnaps präparieren kann. Auch hier geht's nicht raus. Nope. Ich möchte ja nicht Constantine finden. Der ist mir jetzt erstmal egal. Mein Cousin. Der wird schon irgendwo rumvegetieren. Ich für meinen Teil. Ich brauche definitiv. Ich brauche definitiv Schlaftabletten. Lass mich. Ach. Lass mich hier vorbei. So, wenn ich eine Schlaftablette wäre, wo wäre ich dann? So, habe ich hier Sur-Sur-Silon, Hafenamt, Lagerhaus, Gefängnis, Gefängnis, Lagerhaus, Lagerhaus. Hier oben bin ich auch schon drin gewesen. Ich brauche aber eigentlich so einen Alchemietisch. Da ist ein Händler. Vielleicht hätte ich doch einfach da rausgehen sollen. Muss ich hier oben nochmal reingucken? Ich hoffe, die sind weg. Die müssten noch tot sein. Ja. Denn ich habe die Kiste hier oben nämlich gar nicht ausgeplündert. Ist mir gerade eingefallen. Aber auch hier sind keine Schlaftabletten drin. Hier? Ja, gut. Hier vielleicht? Irgendwo müssen doch Schlaftabletten sein. Nee. Ich krieg sehr, sehr viele... Ui, was war das? Ich bekomme sehr, sehr viele Sachen, aber ich bekomme keine Schlaftabletten. Ach. Gibt's doch gar nicht. Nö, doch bei Rolle. So, Lagerhäuser, Lagerhäuser. Da liegt er mit dem Kopf raus, auch schön. Ich gehe nochmal in das andere Lagerhaus rein. Ich versuch's nochmal. Vielleicht bringt mir das ja was. Man kommt ja nicht umsonst hier lang. Muss ja einen Grund geben. So, öffnen. So.
Hier habe ich alles leer geplündert. Hier ist nichts, hier ist nichts. Nein, 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 nein. Das habe ich auch schon. Hier geht's nicht raus. Ich versuche es einfach mal. Ne, ich kann es auch nicht öffnen. Okay. Liebe Freunde, ich würde sagen, wir schauen das hier einfach mal, ob wir in der nächsten Folge hier weiterkommen. Und bis dahin bedanke ich mich schon mal, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.